Ja, hallihallo, Hallöle. Willkommen zu einem neuen Feature-Video. Ich bin's, der TVD 1216. Und ja, ich hatte euch ja bereits im Forum angekündigt, dass demnächst ein neues Feature-Video erscheinen wird. Und ja, dazu nutze ich dann gleich mal mein neues Repaint, was ich euch ja auch schon im Forum vorgestellt habe. Allerdings gibt es ja heute noch ein paar bewegte Bilder. So. Es hat sich einiges getan seit dem letzten Video von Mindweaver bzw. Tatra-Fan. Und zwar hat der liebe Kartoffelphantom sich mal an das Skript versucht. Er macht schon ganz gute Fortschritte, was man ja auch sehr gut zeigen kann. Als allererstes der Strohabnehmer, ja, das wissen wir, das wird alles noch überarbeitet. Der ist auch noch nicht animiert, darum liegt er immer noch an. Aber dennoch lässt sich das Fahrzeug originalgetreu aufrüsten. So. Ausgangssituation: Fahrzeug ist auf der Abstellfläche abgestellt. Wie gelangen wir nun in das Fahrzeug? Der Batteriehauptschalter ist ja nicht eingelegt. So. Dazu dachte man sich, wir bauen hier draußen einen Schlüsseltaster an. Der Schlüsseltaster ist direkt mit der Batterie verbunden, was auch dann gleichzeitig zur Tür 1 geht, um somit auch bei nicht eingelegten Batteriehauptschalter in das Fahrzeug zu gelangen. Hierzu stecken wir einfach den Schlüssel ein, hoch, drehen einmal. So, nehmen ihn dann wieder raus. Wir tun jetzt hier einfach mal so, als würden wir einsteigen. Lalalalalala. So, und da sitzen wir im Führerstand. Altbekannt, ist kaum was Neues hinzugekommen. Bis auf den lieben, ja, dazu kommen wir gleich noch, lieben OTZ-Schalter. Der OTZ-Schalter hat drei Stellungen. Einmal Triebwagen 1, Triebwagen 2 und Erdung. Die Erdung ist wichtig, wenn man an einem T6 bzw. KT4D arbeitet. Sollte man das Fahrzeug immer komplett abrüsten, inklusive den OTZ-Schalter auf die Stellung Erdung bringen. Dann sollte man noch ungefähr 5 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben. Ja, wir legen den einfach ein. Dazu müssen Sie mir kurz den roten Button drücken. Legen den Schalter um. Der Button springt dann auch wieder raus, sobald der Schalter bzw. Hebel eingerastet ist. Dann gehen wir nach hinten. Ja, bezüglich den Ansichten, das ist alles noch in Arbeit. Das wird noch gefixt. So. Klappen den Sitz nach vorn. Und dann haben wir hier unseren Batteriehauptschalter. Legen ihn ein, klappen den Sitz wieder zu und gehen wieder nach vorn. So, jetzt haben wir hier diese hübsche Schalttafel. Ja, da fehlen noch ein paar Lampen etc. Das kommt alles noch, ist alles in Arbeit. Aber hauptsächlich ging es darum, den Hauptschalter-Strohabnehmer mit einzubinden, da der ja doch schon wichtig ist für den originalgetreuen Auf- und Abrüstvorgang. Hier haben wir noch Motorgruppenschalter A, Motorgruppenschalter B. A logischerweise fürs erste Drehgestell, heißt wir legen den um auf 0, fahren wir nur mit dem hinteren Drehgestell, legen wir den Motorgruppenschalter B um und dafür A wieder ein, fahren wir nur mit dem ersten Drehgestell. Sind beide aus, fährt das Fahrzeug logischerweise nicht. Sind beide eingelegt, haben wir die Kraft von 4 Fahrmotoren. So, uns interessiert jetzt aber nur den Hauptschalter Stromabnehmer. Ja. Wie man hört, einige Sounds sind schon eingebaut worden. So,
heben den Stromabnehmer, der ja optisch gehoben war, stecken den Schlüssel ein, halten den eine Sekunde auf ein, so, und dann so lange auf, bis Bremse TW1 leuchtet. So. Ja, die Tür ist auch automatisch wieder zugegangen, da wir ja den Türweichschalter auf geschlossen haben. Und somit ist das Fahrzeug technisch aufgerüstet. Ja, also wir könnten jetzt vorwärts, und dann könnten wir fahren, was wir auch mal machen. Ja. So. Gucken, wie das ausschaut. Auch ein Stück können wir noch. So. Dann nehmen wir den Schalter wieder raus. Die Türanimation, man hat das vorhin schon gesehen. Wie man auch hört, sind schon ein paar Sounds von uns eingebaut. Das ist praktisch, wenn man bei mir auf Arbeit zwei Ex-Berliner T6 zu stehen hat. Ja, da kann man dann ein bisschen was an Sounds mopsen. Ja, zentrales Öffnen geht natürlich auch. Sowie zentrales Schließen. Ja, die Sounds, die sind alle noch nicht final, die müssen hier und da noch ein bisschen angepasst werden. Aber soweit provisorisch sieht das erstmal ganz gut aus. So, dann machen wir hier mal, nein, nicht Tür 1 auf, sondern die Türfreigabe rein. Und drücken mal auf den Taster. Und dann dauert es ein Weilchen, dann müsste die Tür eigentlich von alleine auch wieder zugehen. Jawohl. Und das klappt auch bei den anderen Türen. Ja. Können hier spaßenshalber mal auf den Kinderwagen-Taster drücken. Genau, dann leuchtet hier vorne auch Kinderwagenwunsch. Erst wenn wir das wieder rausnehmen, geht letztendlich die Tür auch wieder zu. Genau. So. Nimm die Türfreigabe wieder weg. Immer in die falsche Richtung. Na, ja, jetzt warten wir kurz. Ja, schon. Je nachdem, Türen sind zu, Türen geschlossen, also in dem Fall Grünschleifer, leuchtet auf. Gibt es noch keinen Ton für, beziehungsweise keine Soundaufnahme. Wie gesagt, das kommt aber alles mit der Zeit. So, was gibt's noch? Blinker. Bisher nur optisch im Führerstand. Außen tut sich da noch nichts. Warnblinker funktioniert auch. Ja. Schienenbremse, das war ja in dem anderen Video schon. Sanden gibt es dazu auch noch. Naja, mit sogar einer hübschen Staubwolke. Ja, was gibt's noch? Dann gibt's noch einen speziellen Sound, auf den ich ganz besonders stolz bin. Die Klingel. Funktioniert kurz. Funktioniert lang. Ja. Also ich finde, das ist die beste virtuelle Tatra-Klingel, die es jemals gegeben hat. Bin ich der festen Überzeugung. Jo, was gibt's noch? Wir gehen mal in den Innenraum. Klappfenster. Ja, dann müsste es theoretisch auch gehen. Die Notbremse. Ja, also hierbei müsste man jetzt eigentlich sagen, Notbremse gezogen, okay. Aber um die wieder zu entriegeln,
müsste man theoretisch eigentlich nach hinten laufen, nach vorne laufen, sich den Schlüssel holen, ihn hier reinstecken, rumdrehen und dann kann man erst die Notbremse wieder einrasten. Notöffnung müsste auch gehen. Jawohl. Geht also auch. Dachluken gehen auf, aber noch ohne Sound. Aber wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Ja. Wir können ja noch zum Abschluss eine Gefahrenbremsung machen. Ja, typisch bei einer Gefahrenbremsung natürlich alle Bremssysteme werden sofort aktiviert, inklusive Sandstreuer bzw. Sandanlage, damit das Fahrzeug frühestmöglichst zum Stehen kommt. So, wir missachten jetzt mal die Regelung 20 km/h auf der Weiche. Und das Signal ignorieren wir jetzt einfach auch mal gekonnt. Und dazu gehen wir einmal nach außen und tätigen mal eine Gefahrenbremsung. So. Ja, man hat es schon gesehen. Flüchtig. Schienenbremsen fallen natürlich auch. Ja. Ja. Abrüstvorgang andersrum. Wehehebel auf 0. Schlüssel raus. Abrüsten drücken. Stromabnehmer runter. Schalter raus. Kann man auch eingelegt lassen, muss man jetzt nicht zwingend wieder rausnehmen. Batterie wieder raus. Sitz runter. Ja, gehen dann nochmal nach vorne. Tür bleibt offen. Und jetzt sollte im Normalfall die Tür von außen auch wieder zugehen. Zu. Und somit wäre das Fahrzeug jetzt wieder ordnungsgemäß abgestellt. Man könnte jetzt natürlich auch den OTZ-Schalter wieder auf die Stellung Erdung bringen. Da das aber im normalen Betrieb eigentlich selten gemacht wird, sondern nur zu Wartungszwecken, wäre das jetzt Schwachsinn. Man könnte es machen, ja, aber im normalen Fahrdienst beziehungsweise, ja, doch, normalen Fahrdienst. Bei der Abstellung bleibt der OTZ-Schalter beim ersten Triebwagen auf 1 und beim zweiten Triebwagen unbedingt auf 2. Ansonsten gibt es da ein kleines Feuerwerk. Gut, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Soweit die neuesten Features des KTs. Mein Name, wie schon erwähnt, TVD-Fan, TVD 2000, langsam, TVD 1216. Mit dabei natürlich auch Trami, der Mindweeper bzw. Tatra-Fan und natürlich Kartoffelphantom. Bis dahin, macht's gut.